Willkommen zurück zu Warhammer Vermintide 2. Wir spielen eine Heldentat mit Sienna, eine Random Sienna und den Zwerg als Simon. Andersrum aber ja. Den Zwerg als Simon, also. Ja. Das macht Sinn, ja, Simon als ein Zwerg. Nee. Weil so groß ist der nicht. Ja, aber das ist nur eine Heldentat auf Champion. Das wird schon. Ich spiele ja wieder die normale Klasse, die ich immer spiele. Guerilla. Ja. Ich bin furchtlos jetzt. Make some noise, Lunar said. Has he not heard you Galekit's lot clomping around? So. Noise is what you're good at. Ich habe kurz überlegt, Victor zu nehmen, aber habe den dann nicht genommen. Weil das Schwert ist halt doch nicht so geil. Ja, ist ja gut. Ich komme den Speedrank. So. Wir laufen einfach nur durch, oder? Am besten. Alter! Ja. Ich komme hier direkt raus. Bam! Zum Glück hat die Helme ein bisschen mehr Leben als die normale Karelian. Hier, wir heilen. Bitte mitnehmen. Bitte mitnehmen. Hat schon jemand? Hat niemand die Heilung mitgenommen oder was? Doch, so. Aber nicht alle. Ich hab mehr Heilung. Oh, der greift viel zu langsam an, dieser Hammer. Ist aber auch der falsche, ich wollte den anderen haben. Ich komme mal hier von der Seite und helfe ein bisschen aus. Ja, also die Angriffsgeschwindigkeit ist halt schon toll. Ja, bei mir gerade überhaupt nicht. Ich bin richtig unzufrieden. Ich hole mal kurz die Gasratte weg, die hier irgendwo rumläuft. Wir müssen durchpushen, die Horden kommen die ganze Zeit. Jetzt wäre ein Doppelschwert eigentlich viel besser gewesen. Na, Folianten sollten wir vielleicht. Ich nehme Folianten mit, aber. Stärke nehme ich mit. Die hätten das Speed. Okay, aber den nimmt keiner mit. Dann. Hier ist Heilung. Heilung ist gut, dann nimmt die mit. Bringt die, was soll man? Oder sagt das. Ja, Salzbrand nimmt die mit. Nein! Salzbrand nimmt den nicht. Ist mir jetzt egal. Ja, dann trinke ich hier. Tschüss. Schön Heilung verschwenden. Immer gut. Rennt halt einfach. Naja. Es geht direkt runter jetzt, wenn du drinne bist. Ich glaube, du musst da anwesend sein. So halbwegs. Oh, das sah letztes Mal voll cool aus, wo die hier alle so aus den Fenstern rausgekommen sind. So. Aua. Gar nicht an den Dings ran, an den Strangler. Und Assassiner. Ja, aber jetzt bin ich auch wieder in meinem Element. Kann ich jetzt nicht gerade überhaupt. Sehr schön. Also was? Ich dachte, das wärst du gewesen. Nein. Der Schuss kam so schnell. Ich so, ach, Simon hier hat die Aim-Skills. Okay, der ist down. Autsch, der hat mich einmal getroffen.
zwei Mann. Dieser Hammer ist so schlecht. Der Hammer ist aber sehr gut, um durch Staggern temporäres Leben zu machen. Ja, aber über welchen Hammer reden wir überhaupt? Den großen? Also, das ist der Streithammer. Der ist kacke. Ist, vom reinen Schlagen ist der kacke. Okay. Ja, ich weiß nicht, also was anderes als Guerilla zu spielen ist mittlerweile echt schwierig für mich. Ich bin halt so diese 10.000 Angriffsgeschwindigkeit gewohnt. Also du bist hier ein bisschen vorgelaufen. Ja, du hast irgendwas gesagt von durchpushen. Ja, weil auf die Horden kommen. So. Ich habe Schaden bekommen. Es kann nur einer von euch gewesen sein. Achso. Da liegt ein Heiltrank. Schnapp ihn dir. Au. Aua. Sag ich doch gerade. Auf Victor können wir nicht warten, dass der Bot, der spawnt so oder so hinterher. Ich habe ganz andere Probleme als ein spawnenden Bot. Ich hatte mich doch... Achso, ein Niederschlag tötet sofort. Ja, genau. Das war das. Deswegen Heilung immer aufbrauchen. So, ich bleibe mich mal ein bisschen. Ah, warte. Spieler kommen nicht wieder. Oh! Warte, muss ich jetzt bis zum Ende der Mission durchgucken? Ja! Oh Gott! Boah, hättest du das gesagt, hätte ich einen Heiltrank getrunken. Hauptsache, Victor ist noch da. der Bot ist noch da. Oh, das ist so gut. Ah, hier, Alter, guck mal. Nom, nom, nom. Victor, nimm mal den mal. Ich hab dich mal geheilt. Perfekt. Da liegt Kunst. Naja, ich weiß, hab ich schon gesehen. So, ja, dann, liebe Freunde, zurück zu Warhammer Vermintide 2. Solo-Folge. Solo-Folge mit einem Bot. Mit dabei ist der Simon als unser Kommentator. Ja, genau. Also Sienna und Baden sind beide schon draufgegangen. Sienna ist explodiert und Baden weiß ich nicht. Der wurde erschlagen. Herr Meute. Und du sollst einfach nur durchrennen, laut Dings. Aber mach einfach, du kannst es. Naja, ich hab. Mit Guerilla bin ich echt gut. Mit Huntsman war ich vorhin auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich hab echt was ausgehalten. Ich war als Slayer auch gut. In den 2 Sekunden, wo es lief. Irgendwo macht ein Assassiner rum. Mhm. Ich geh mal hier runter, da muss er aber dann von vorne irgendwo kommen. Ich sehe ihn nicht. Na, ich sehe ihn auch nicht. Vielleicht springt er wieder gegen die Wand oder so. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt zu mitnehmen. Beutewürfel, das wäre ganz cool. Ah, ich wollte schon sagen, irgendwann kommt ein Monster. Ich guck schnell nach hinten, dass da nicht Dings kommt. Kannst du nicht einfach weiterrennen?
meinst du durch den Chaos-Spawn durch? Ja, ich mach das ganz gerne auch im durch Chaos-Spawn durch, aber ich finde, es hat gerade keinen Sinn gemacht, weil die Angriffe von oben. Ich habe halt mir halt leider angewöhnt, nicht zu blocken. Und ich krieg ja oft an, ab. Beziehungsweise, wenn du ja durchrennst und blockst, wirst du, glaube ich, aus dem Dings gezogen. Ich meinte eigentlich durch die Mission einfach durch. Naja, mach. Oder rennt ihr dir dann bis zum Ende hinterher? Ach, Victor, ja, der kommt mir. Der kommt mir einfach hinterher. Nicht Victor, das Monster. Also, nee, nee, das Monster, du kannst nur so und so weit weiterrennen. Irgendwann ist da so eine Flammenwand, wie bei Chaos Waste. Ich bin bei Chaos Waste noch nie weitergerannt, wenn da ein Monster war. Nee, bei der Zitadelle, du weißt doch, da ist auch so eine Flammenwand, da können wir da am Ende nicht weitergehen. Da müssen wir immer diese kleinen Arenen da machen. Ich bin ein richtiger Vollprofi. Ich mag immer einfach nur stumpf das, was gerade anliegt. Ich guck mich da nicht weiter um. Mal ein bisschen kritische Chance. Perfekt. Ja, ich zieh jetzt hier durch. Ich bin der absolute Profi-Kommentator. Ich merke das schon. Ja, ja, ich merke es gerade auch. Aber ich wurde getroffen. Guck mal, wie wenig Leben ich verloren habe. So ein Fitzelchen. Ah, ist ja nur Champion. Da war ja was. Okay, Victor, wir müssen mal hier an die Wand gehen. Oh, ich muss sagen, Victor macht das ziemlich souverän. Ja, der kriegt auch, der verdient auch keine Aussau von den Kleinen, wenn die ihn schlagen oder blockt. Die Vorteile eines Bots. Nee, nee, das ist Klassenvorteil. Achso. Da gibt mir ja die ganze Zeit kritische Treffer. Ich muss mal mehr Sachen markieren, dann würde ich noch mehr kritische Treffer bekommen. Okay, den einen ist jetzt egal. Aua, das hätte ich locker. Hätte ich mal nicht den schweren Angriff gemacht. Ich schalte dich mal, Victor, wo bist du? Ne, ich Folianten wieder mit. Hauptsache Folianten dabei, gell? Ja. Da liegt ein Speedtrank drin. Mhm. Mal Victor gerne mitnehmen. Hm. Ich wollte es doch sagen, irgendwo in der Nähe ist doch noch welche. Autsch. Ich wollte gerade wieder ein wenig Konzentration. Ja, das passt. Nur noch einmal hier über die Wiese, dann hoch. Du kannst genau, dann noch die Folianten mitnehmen. Kuckratten und so. Ich wollte doch sagen, irgendwie muss dann eine Horde gleich kommen. Und dann den letzten Kampf. So, aber auf Champion ist das hier nicht so schlimm. So, wichtig ist, nicht immer direkt hochgehen. Weil oben stehen ja auch noch Gegner, die müssen wir nicht unnötig anlocken. Oh, ich glaube, ich muss Victor gleich wiederbeleben. Also, Victor geht's gut. Gut, mir aber noch nicht so gut. Hinter dir ist der Assassine. Der ist gerade an dir vorbeigesprungen. Ist wieder hinter dir. Der ist auch mehr. Genau. Na, ja, vielleicht schafft Victor mich zu holen. Ah, guck mal. Die Vorteile des Bots. Die können ja zu dir teleportieren. Oh, ich verliere gerade ein bisschen Konzentration. Ich muss hier. Raus. Na, ja, schöner wäre es, wenn der Assassin nämlich nicht bekommen hätte, aber. Passiert. Oh, ich hab den gar nicht gesehen hier, alles grau und grau. Ja,
So, jetzt noch schnell die Glocke machen und dann sind wir auch durch. Ja, du, aber ja. Ja, du kriegst es ja auch. Und einen Folierten haben wir sogar. Kann man die Katze ja nicht ausschießen? Nee, aushauen? Nee. So. Ah, ist eine schnelle Folge, ist gerade noch 15 Minuten lang. Weißt du, ich dachte, ihr spawnt wieder, weißt du, ich dachte so, ja, warum braucht Sienna so lang zum Spawn? Da drücke ich so Tab. Spieler werden nicht wiederkommen, sobald sie außer Gefecht gesetzt wurden. Und Niederschlag tötet sofort. Hätte ich doch bloß mal diesen Heiltrank getrunken. Ja, ja, mach dir nichts draus. Nö. Es ist, wie es ist. Ist ja nichts Neues. Aber es krass ist, man kann mal zugucken, ohne dass dieses wartet auf Rettung da steht. Ja, ich muss jetzt hier gleich Dings mal angucken. Ja, guck mal, wie gut Victor hier den Dings bekommen hat. Die, Dingens hier. Den Stormburnen, falls du ihn gesehen hast. Ich muss einfach gar keine Sorgen mit Victor machen. Guck mal, der hat gar keine Probleme. Schade, der kommt gleich wieder. Dankeschön, Victor. Okay. Guck mal, die eine Ratte, die da so rumsteht. Bei mir steht da keine Ratte rum. Ja, ich finde die Ecke hier ist nicht so toll, weil ich glaube, das bisschen mehr in Bewegung hier, was ich habe, ist deutlich besser. Wo sind eigentlich die Plague Monks? Die kommen gleich. Jetzt. Ja, ich habe das gestern auswendig gelernt. Ja, die haben sich gerade Zeit gelassen. Ich habe eine Bombe. Oh, ich habe noch eine Bombe. Ich kann nochmal Stärke trinken. Hauptsache nochmal Guards hier überall. So, Bombe wieder hinten. Speed. So viel dazu. Bup, bup. GG, Victor. Ja, okay, aber echt. Der Unterschied ist schon drastisch zwischen Champion und Legende. Das ist schon ein deftiger Unterschied. Eigentlich hättest du ja den Schädel mitnehmen müssen. Den gibt's ja nicht, das ist ja eine Tat. Achso. Leider, den gibt's ja leider nicht. Oh, eine Runde Mitleid. Und dann wäre er im Cataclysm 1 oder so wäre das dann gewesen und nicht, aber ja, wenn's den geht, wäre schon lustig gewesen. Komisch, du bist überall der Beste. Komisch. Ja. Endlich mal wieder eine erfolgreiche Folge. Ja, stimmt. Ach so, ich habe ja aufgenommen, da war ja was. Nee. Ja. So, genau, ich blende mal wieder die Playlisten ein und
Ihr könnt ja dann nochmal wöchentlich die Event-Playlist, wo dieses Video ja drin landet, und das schnelle Spiel auschecken. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, tschüss. Ciao.